Was geht ab, ihr Schnüffler da draußen? Willkommen zurück auf der Pacific Inlet. Ja. Wie ihr seht, hatte ich letztens, gesagt gestern Abend, ja, ich nehme den Part immer noch hintereinander auf. Weil ich einfach mal ein bisschen faul bin die nächsten Tage. Ja. Egal. Habe ich die Baumstumpfräser nämlich mal dran gelassen. So. Schmeiß mal das Aggregat mal an. Von dem Fendt. Und dann gehen wir jetzt los, Baumstümpfe fräsen. Muss ja schließlich auch sein. Oh, dürfte an sein. Ja, nu. Muss halt gemacht werden. Und bevor ich so einen Marathon wie gestern hatte, weil ihr seht ja, 1,8 Stunden hat er schon drauf. Ich hab hier gestern. Und da habt ich. Hatte. Wortchaos. Da hatte ich nur den Fendt für die Baumstümpfe benutzt, nichts für nichts anderes. Aber es geht ja, wenn er erstmal so auf einer Höhe eingestellt ist und man weiß, wie man fahren sollte am besten, dann geht das. Ja, und zum nächsten Part sehe ich mal zu, dass wir das dann wieder heller haben. Ja, ab und zu muss man halt mal suchen. Da ist er. Machen wir erstmal den Bereich, den wir freigesägt haben, in Ruhe. Schaffen wir schon. Zack. Ich muss mir nochmal GEMA-freie Musik raussuchen. Also ohne Musik ist ja zwischendurch echt langweilig. Ja, da haben wir wieder. Bodentiefen. Den wir finden wir hier gerade nirgendwo. Na, wo ist er? Hallo, wo bist du? Ah, da war er. Ja, ab und zu ist das echt mal Gesuche mit den Baumstümpfen. Ja, eigentlich hatten wir unseren Kompaktlader, den kleinen dafür gedacht gehabt, aber geht auch so. Jede Maschine wird hier für alles benutzt, ehrlich gesagt. Ist doch schön, dass wir mal endlich Geld wieder auf der hohen Kante haben. Aber ich weiß noch nicht, wofür wir das nächste ausgeben. Egal, weiter sparen erstmal, solange wir es nicht brauchen. Ja, Trigger suchen ist ab und zu nervig. Da war er. Wo ist er? War doch hier. Da ist er. Da ist er. Ja, ab und zu ist das mal so ein bisschen nervig. Also nur so ein bisschen. Okay, ich sollte öfters nachmittags aufnehmen, da bin ich ein bisschen verrückt und produktiver. Aber das ist auch für heute erstmal der letzte. Wieder ist der letzte Part. Nein, nur für heute, den ich jetzt aufnehme. Was? Wie du jetzt aufhören aufzunehmen? Nein, ich muss. Kommt doch morgen alles. Wie du jetzt komplett auf? Nein, ich höre nicht auf. Aber du hast doch gesagt, du willst aufhören zu aufzunehmen. Ja, für heute will ich aufhören aufzunehmen. Aber warum? Weil drei Parts reichen.
Ja, eh, bald haben wir schon 100 Parts hier, wenn es so weitergeht. Und schon einiges geschafft. Ja, okay, sollte man auch schon in 100 Folgen. Also sehe ich mal so. So, da ist er. Ja, nur, wir müssen halt auch mal Baumstümpfe fräsen. Weil die ganze Zeit das Offscreen zu machen, bringt ja auch nichts. Dann kann ich auch alles hier nebenbei alleine machen. Ja, okay. Ich wollte gestern ja auch unbedingt nach dem Fräsen noch ein bisschen Holz machen. Da ich nicht bis heute warten wollte, wegen dem LKW hatte ich mir ja gestern geholt. Aber ist ja nicht so schlimm. Vor allem können wir ja auch wieder besser fahren, wenn die ganzen Stümpfe weg sind. Würde ich mal so behaupten. Wie du behauptest was? Hast du keine Ahnung oder was? Ja, tut mir leid, dass ich heute mal ein bisschen verrückter bin. Warum? Warum tut's mir leid? Ich bin nur mal halt so ein bisschen durchgeknallt in die Gruppe. Aber ich bin mal gespannt, wie weit der Kanal gekommen ist bis Ende des Jahres. Das interessiert mich echt mal, nämlich da. Ich habe ja diesen Monat schon das Ziel erreicht. Schon in der ersten Woche des Monats, was ich mir nicht gedacht hatte für den ganzen Monat, die 1100 Klicks. Also, dass ich so 100 Klicks den Monat über mache. Aber das hat sich ja schon in der ersten Woche des Monats erledigt gehabt. Warum auch immer. Und jetzt wieder so schleppend, aber wir haben ja bald schon das Doppelte des Zieles. Schon bald die 1200. Ja nun. Ich denke mir das immer so für den Kanal. Jedes Video ist wie ein Sandkorn, was immer weiter dazu kommt. Bisher ist es nur ein kleiner, oh, paar Körnchen in der Hand. Irgendwann ist es bald ein Riesen. Es ist schon ein kleiner Sandkasten. Dann wird bald irgendwann eine riesengroße Wüste. Ja, nun ist ein bisschen komisch das Denken, aber ist mal halt so von mir. Oha, ich bin hier schon wieder voll die Spätschicht. Aber egal. Eckart, Werner, wir sind voll die Spätschicht. Aber wir wollen fertig werden, also was sollen wir tun? Weiterarbeiten? Bist ja schon am Arbeiten? Aber Egger, wo werde? Warum? Ach, ich mag's verrückt zu sein. Macht mir Spaß. Vor allem, wieso rechtfertige ich mich überhaupt immer deswegen? Naja, wer weiß, wer weiß. Oh. Wir kloppen hier einen Stumpf nach dem anderen weg. Nee, da war er nicht. Da war er. Da war er. Na komm. Da ist er. Oha, der Part neigt sich ja auch schon bei dem Ende zu. Heftig, heftig. Schnell die Zeit vergeht, wenn man einfach mal ein bisschen Lust hat am Spielen. Ja, wie schnell die Zeit dabei dann vergeht. Aber mit dem Season Smog, das wäre schon geil für Weihnachten hier. Ich muss mir da mal was schauen. Vor allem mit dem Schnee da. Könnte man ja zur Weihnachtszeit auf Echtzeit spielen.
Ja, Manu, ich komme gleich vorbei, keine Sorge. Lass mich das hier noch fertig machen. Ich weiß, du schaust das Video zwar eh nicht, aber ich antworte dir so mal eben. Ja, wir haben schon einiges wieder geschafft an Bäume. Aber wenn man mal bedenkt, da vorne ist bald schon der Weg, dann geht es steil voran hier auf der Map. Und wenn wir mal so bedenken, unser Ziel ist es, die ganzen großen Wälder alle wegzukriegen. Freue ich mich schon auf den Sumpfbereich, wenn wir da ankommen. Glaube, der dürfte auch ganz interessant werden. Ja. Vielleicht ziehen wir mal ab Montag für eine Woche auf einen anderen Platz. Eigentlich haben wir ja hier soweit. Ah, erstmal machen wir hier alles weiter frei. Bevor wir an einem anderen Verladeplatz denken. Das meinte ich. Das ist ab und zu mal nervig mit dem Baumstümpfen, dass man mal einen Trigger suchen muss. Weil ja nur, es ist ein Spiel, es ist nicht perfekt. Vor allem der Fett ist so ein Dieselfresser beim Stumpffräsen. Na komm. Wir haben es ja gleich geschafft. Ja, nun muss halt zwischendurch mal sein. Schwebt da schon was im Gedanken mit dem Geld, was man so anstellen könnte. Aber dazu muss ich erstmal jemanden anschreiben. Ob die damit einverstanden sind. Ob die das überhaupt machen. Ja, ich erzähle aber noch. Eigentlich, mir dachte ich mir, dass ich mir zwischendurch mal ein, zwei Leute so für eine Montagearbeit suche, also für eine Woche oder so. Vielleicht will sich ja mal ein Abonnent dazu bereit erklären, so mal für eine Woche als Montagehelfer hier zu sein. Weil dann erstellen wir auch. Kann ich auch gerne Privatserver erstellen. Weil muss nicht sein, dass ich mir extra einen anmiete für 1, 2, 3 Stunden im Monat Spielzeit auf dem Server. Muss nicht sein. Kostet zu viel Geld. Ja. Das kostet viel Geld, wenn ich den ganzen Server dann für 1, 2, 3 Stunden nämlich miete. Also für den ganzen Monat dann und nur so wenig Spiele. Nee, nee. Dazu muss sich ein lieber netter Zuschauer überhaupt erstmal bereit erklären für sowas. Dann können wir nämlich mal sagen, wir warten Freigolzer. Montage, Montagemann. Montagearbeiter. Du kannst hier mal hier die Stümpfe wegfräsen alle. Ja, so dreist könnten wir dann sein. Nein, Scherz. Arbeit für alles, was für solche Arbeiten. Ja, komm, einen kriegen wir noch. Ja, wie ihr seht, es tauchen hier immer mehr Stümpfe auf. Ich habe gestern gut gearbeitet.
Ja, Leute. Dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch wieder beim nächsten Mal rein. Wenn es heißt, Alice sitzt im Forst auf der Pacific Inlet. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Mit einem kleinen Rundumblick um den Fan. Ja, okay. Tschüss.